Vielen Dank an die Organisatoren. Ich freue mich in der Tat wirklich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mal auf einem CCC-Kongress zu sprechen. Das hatte bisher leider noch nicht geklappt, denn ich denke auch, dass die Ziele des CCC, zumindest einige der Ziele, zumindest sich in dem widerspiegeln, was wir in Ökonux machen. Zum Beispiel auch der Vortrag, der hier unmittelbar vorher war, ich glaube, der macht einfach auf einer praktischen Ebene ziemlich genau das, was ich jetzt auf einer theoretischeren Ebene einfach mal vorstellen will. Der Vortrag wird sich mit zwei Kerngedanken von Ökonux beschäftigen. Und da wird es genau um diese Frage gehen, neue Gesellschaft, wir sind mal von freier Software ausgegangen. Und wie kann man das verstehen und warum ist da ein Potenzial? Ich habe den Vortrag überschrieben mit Yes, we can, yes, we will. Das wird auch in dem Vortrag rauskommen. Ich werde kurz eine Folie, kurz was zu dem Projekt sagen, aus dem ich komme. Ich werde dann zu dem Thema Yes, we can sagen, warum können wir auf der Grundlage von dem, was wir in freier Software, aber auch in anderen Zusammenhängen mittlerweile sehen, warum können wir da wirklich in eine neue Gesellschaft kommen? Und der zweite Teil wird sich dann damit beschäftigen, warum dieser Wechsel auch tatsächlich stattfinden kann, warum, wie man sich das erklären kann, warum das so sein könnte und wahrscheinlich auch wird. Und das Yes, we will, das wird ein kleiner Ausblick in die Zukunft sein. Und wie sieht so eine Gesellschaft aus, auf welcher Grundlage kann man sich das vorstellen? Gut, ein kleiner Wrap-up, mit dem ich dann schließen möchte. Ich würde bitten, dass ihr, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dass ihr die bitte euch merkt bis zum Ende, damit wir dann am Ende gesammelt machen können. Ja, wie gesagt, erst ganz kurz was zum Thema Ökonux. Was ist das? Ökonux, erst den Namen vielleicht kurz erklären. Das ist eine Zusammensetzung aus Ökonomie und Linux. Das war der Urgedanke eigentlich mal. Und das Projekt ist ein Diskussionsprozess, wo es mal ursprünglich mal um freie Software und Gesellschaft ging. Bei freier Software hat man so das Gefühl, irgendwas ist da komisch dran, auch so gesellschaftlich, nicht nur an der Software, aber auch gesellschaftlich. Und genau dieses irgendwas ist da komisch dran, haben wir eigentlich in dem Projekt aufgegriffen. Es ist 1999 gegründet, ist also inzwischen 10 Jahre alt. Wir haben ein breites Feld von Meinungen und Hintergründen in dem Projekt. Und sage ich mal, so ein gemeinsames Interesse an Emanzipation, da ist, glaube ich, auch einfach so der Punkt, wo sich das mit dem CCC auch ganz gut schneidet. Mittlerweile haben wir diese Beschränkung, oder sagen wir mal, mit dem wir angefangen haben, freie Software, das haben wir eigentlich inzwischen fallen lassen. Inzwischen sind auch solche Sachen wie Wikipedia beispielsweise oder auch Open Access, komme ich später noch zu, mit im Fokus. Es ist ein praktisch vollständig virtuelles Projekt. Der Kern besteht aus ein paar Mailinglisten. Mittlerweile hauptsächlich einer englischsprachigen Mailingliste. Es ist mal deutsch gestartet, aber der Schwerpunkt hat sich mittlerweile auf die englische Seite verschoben. Wir haben natürlich eine Website, wobei die demnächst umgebaut wird, ein Wiki. Manchmal sind wir ein bisschen weniger virtuell. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Förderökonomskonferenz in Manchester, die wir zusammen mit der P2P Foundation durchgeführt haben. Die Teilnahme in dem Projekt ist natürlich willkommen. Wer gute Ideen hat und ein bisschen in dem Projekt sich dafür interessiert, was wir machen, ist natürlich jederzeit willkommen. So viel zu dem Projekt. Zunächst erstmal zu dem Thema Yes, we can. Und ich habe das mal überschrieben mit freie Software als eine Produktionsweise. Zu dem Wort Produktionsweise, ich glaube nicht, dass ich das so voraussetzen kann, was ist das, muss ich ein bisschen erklären. Bei freier Software, so die verbreitete Perspektive, ja, ist eine Technologie, aber es gibt auch irgendwie das Gefühl, wie ich eben schon sagte, da ist auch irgendwas anders, und zwar irgendwas jenseits von Technologie. Und in diesem Beitrag wird es also darum gehen, freie Software als ein fundamental neues gesellschaftliches Phänomen zu sehen oder mittlerweile muss man eigentlich sagen, als das erste von einer Gruppe von neuen Projekten, die alle zum selben Phänomen gehören. Der Begriff Produktionsweise, der beschreibt auf einer tiefen Ebene, wie sich eine Gesellschaft reproduziert. Was sind wichtige Eigenschaften des Begriffs? Was sind wichtige Eigenschaften einer bestimmten Produktionsweise? Es kommt gleich noch ein paar Beispiele.
Das sind einmal die produzierten Produkte und die verwendeten Produktionsmittel. Also das, was produziert wird und womit es produziert wird. Wenn ich mir gerade beispielsweise an den Vortrag eben denke, Färber beispielsweise, könnte man sagen, das sind andere, ein anderer Typ Produktionsmittel als das, was wir in der Industrie haben. Das muss ich vielleicht mal genauer überlegen, aber so in die Richtung ginge das. Zweite Eigenschaft von Produktionsweise, einer Produktionsweise ist, wie ist die Produktion in die Gesellschaft eingebettet? Und das Dritte, was gewöhnlich in dem Zusammenhang noch genannt wird, ist die Produktivität. Das heißt, wie viel Output kriege ich pro Zeiteinheit Arbeit, um es mal grob zu sagen. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber die Produktionsweise, die eine Gesellschaft verwendet, ist das Fundament dieser Gesellschaft. Und das wird, glaube ich, klarer, wenn ich ein paar Beispiele gebe. Wir hatten, sagen wir mal so bis zum Ende 17. Jahrhundert, hatten wir im Wesentlichen ein System namens Feudalismus. Das war geprägt durch eine agrarische Produktion. Die Menschen, die damals gearbeitet haben, waren Bauern und Handwerker. Das waren so die typischen Rollen, das, was Menschen gemacht haben. Die Beziehungen der Menschen untereinander, also sowas wie gesellschaftliche Einbettung, waren eher persönlicher Natur. Lehnsherren und solche Dinge, die hatten eine relativ persönliche Beziehung zu ihren Untergebenen. Wir hatten sowas wie eine Aristokratie und eine vergleichsweise niedrige Produktivität. Wie sieht die Produktionsweise im Kapitalismus aus? Wir haben sowas wie Industrieproduktion. Wir haben keine Bauern und Handwerker mehr im Wesentlichen, sondern Arbeiter. Die Beziehungen haben sich von persönlichen Beziehungen zu Tauschbeziehungen gewandelt, die in erster Linie übers Geld vermittelt werden. Wir haben sowas wie Demokratie und wir haben, zumindest verglichen mit dem Feudalismus, eine höhere Produktivität. Man kann, glaube ich, an den beiden Beispielen ganz gut sehen, dass die Produktionsweise sehr stark eine Gesellschaft formt. Also das ist ein ganz entscheidendes Element, wenn wir über eine neue Gesellschaft nachdenken wollen, dann müssen wir uns über dieses Ding Gedanken machen. Und wenn ich sage, freie Software als eine neue Produktionsweise, dann kann man sich einfach mal hinstellen und sagen, okay, dann vergleichen wir doch einfach mal so ein paar Dinge, die wir aus dem Kapitalismus kennen, mit dem, was wir in freier Software sehen. Und zum Beispiel, wenn man den Güterfluss sich mal betrachtet. Im Kapitalismus ist der Güterfluss dadurch reguliert, dass man tauscht, dass es ein Eigentumskonzept gibt, ein sehr stringentes Eigentumskonzept, das im Wesentlichen dazu dient, andere davon abzuhalten, irgendetwas zu verwenden. Bei freier Software ist es genau andersrum. Bei freier Software gibt es einen freien Fluss von Gütern. Das ist gerade eines der Kernelemente der Produktionsweise von freier Software, dass die Dinge frei zur Verfügung stehen, dass jeder sie verwenden kann, der sie braucht. Ich habe mal das Wort Governance dahingeschrieben, weil ich glaube, da gibt es kein wirklich gutes deutsches Wort dafür. Wie funktioniert das in diesen beiden Produktionsweisen? Beim Kapitalismus haben wir sowas wie Kommando und Kontrolle. Das heißt, es gibt einen Chef, der kontrolliert und der sagt an, wo es lang geht. Bei freier Software haben wir sowas wie Freiwillige und Maintainer. Freie Software wird auch immer noch, wie interessante Studien zeigen, zum guten Teil von Freiwilligen geschrieben. Es gibt aber auch in vielen freien Softwareprojekten sogenannte Maintainer. Auch ein Wort, was schwer zu übersetzen ist. Ich würde mal sagen, das sind die Kümmerer, also das sind so ein bisschen die Chefs, aber ich meine, Freiwillige kann man nicht kommandieren, also sind es nicht wirklich Chefs, das ist ein bisschen schwierig, aber die sagen im Zweifelsfall, hier wollen wir jetzt lang gehen. Wir müssen aber gleichzeitig natürlich darauf achten, dass die Freiwilligen bei der Stange bleiben. Also auch da haben wir einen erheblichen Unterschied. Der Grund, etwas beizutragen, ist auch erheblich unterschiedlich. Beim Kapitalismus haben wir entfremdete Gründe, ich will Geld verdienen, mich interessiert das nicht, was ich da mache im Zweifelsfall. Ja, ich könnte auch genauso gut was anderes machen. Mein entscheidender Anlass, irgendwas dazu zu tun, irgendwie zu arbeiten, ist Geld zu verdienen. Bei freier Software ist es ein anderer Grund. Wenn ich mich da freiwillig einbringe, dann habe ich Freude daran, das zu tun. Habe ich Freude an der Aufgabe, Programmieren macht Spaß, das dürfte hier ein paar Leuten durchaus klar sein. Und ich habe auch, wenn ich mich in ein Projekt bewege, habe ich auch Freude an dem Projekt. Sehen also auch hier, der Grund, etwas beizutragen, ist erheblich unterschiedlich. Und auch wenn wir mal gucken, wie sich das mit dem gesellschaftlichen und dem individuellen Nutzen verhält, sehen wir auch erhebliche Unterschiede. Im Kapitalismus ist der individuelle Nutzen in der Arbeit normalerweise eher nicht gegeben. Ich arbeite, ich robote, um anschließend Freizeit zu haben.
Das ist bei freier Software direkt miteinander verwoben. Ich mache das freiwillig und wenn ich das freiwillig mache, dann macht mir das auch irgendwie Spaß. Also es macht nicht nur immer Spaß, Spaß ist ein bisschen schwierige Kategorie, aber es ist auf jeden Fall direkt verwoben. Es ist nicht in zwei unterschiedliche Sphären gespalten wie im Kapitalismus. Wenn wir also sagen, Produktionsweise ist etwas, was einer Gesellschaft und damit auch einer neuen Gesellschaft fundamental zugrunde liegt. Und wenn sich in der Gesellschaft was ändern soll, muss sich auch in der Produktionsweise was ändern. Und wenn wir dann vergleichen, wie sieht es im Kapitalismus aus, wie sieht es in der freien Software aus, und diese Tabelle ist sicher nur ein Ausschnitt aus dem größeren Vergleich, den man da ziehen kann, dann stellt man schon fest, ja, es könnte durchaus so sein, dass wir mit dem, was wir in freier Software sehen, mit den Prinzipien, die wir da sehen, dass wir da eine neue Produktionsweise sehen, am Entstehen sehen, auf deren Grundlage dann eben auch eine neue Gesellschaft entstehen kann. Deswegen glaube ich, Barack Obama ist da, glaube ich, nicht ganz so weitgehend wie ich, aber ich denke schon, dass man da sagen kann, yes, we can. Wenn ich von Ökonomie spreche, muss ich auch einen Begriff einführen, den Begriff Selbstentfaltung. Ich hatte das auf der Folie eben. Bei dem Grund beizutragen war Freude an Aufgabe und Projekt verzeichnet bei freier Software. Und das ist das, wenn man es mal so grob sagt, das ist das, was wir auch als Selbstentfaltung bezeichnen. Das Gegenteil davon ist Entfremdung. Das ist das, was wir im kapitalistischen Arbeitsprozess haben, wo eben ich mich weder für das Produkt noch für die Arbeit irgendwie besonders interessiere oder nur da gibt es natürlich auch immer Randbereiche, klar, wo das eher hinhaut, aber im Grunde genommen ist das nicht Voraussetzung der ganzen Veranstaltung. Diese Selbstentfaltung hat zwei grundlegende Eigenschaften. Das eine ist dieses individuelle Spaß haben. Also ich mache das, weil ich wirklich auch Spaß dran habe, weil es mir Spaß macht, produktiv zu sein, weil ich gerne programmiere. Gleichzeitig aber auch, und da ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu sowas wie Selbstverwirklichung, die Beziehung zur Gesellschaft bleibt bei diesem Begriff erhalten oder genauer gesagt ist dabei mitgedacht. Bei freier Software sehen wir das ja. Also freie Software ist ja was Leute zwar aus individuellem Spaß machen, was aber für ganz viele Menschen wichtig ist, was ganz, für ganz viele Menschen nützlich ist. Da ist also dieser Begriff der Selbstentfaltung sehr, sehr gut anwendbar. Ein wichtiger Ausdruck davon ist eben freiwillig nützliche Dinge zu tun. Ein wichtiger Punkt auch, und ich glaube, den kann man nicht genug betonen, ist, dass so eine Aktivität aus Selbstentfaltungsgründen heraus auf sowas wie eine absolute Qualität zielt. Wenn es dein Baby ist, dann möchtest du da stolz drauf sein. Dann möchtest du, dass es so gut wird, wie es nur irgendwie möglich ist. Es ist zumindest ein Antrieb für ganz viele solcher Projekte. Und vor allen Dingen, es gibt keinen Chef, der dich davon abhält. Ja, normalerweise, wenn man in der Marktwirtschaft irgendwie was produziert, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo der Chef sagt, so, jetzt haben wir da genug, das ist jetzt gut genug für den Markt, weil wir müssen nur besser sein als unsere Konkurrenten oder gleich gut vielleicht und dann ist es rum, ja, dann kann man da nichts mehr machen. Wer in dem Arbeitsprozess ist, wird das hier schon mal festgestellt haben. Und der Grund dafür ist eigentlich halt, dass Profit erwirtschaftet werden muss. Der stellt da eine Grenze dar. Ich kann keine absolute Qualität liefern, wenn ich Profit erwirtschaften muss. Da gibt es einen Widerspruch. Und es ist genau diese Qualität, diese auf Selbstentfaltung basierende Qualität, die wir in freier Software sehen, die diese freie Software so erfolgreich macht. Das ist der tiefere Grund. Es ist nicht der Grund, dass die billig ist oder meinetwegen lizenzkostenfrei. Das ist in der Industrie kein Thema. Ja, die paar Lizenzkosten, die zahlt man noch nebenbei aus der Portokasse. Wichtig ist, dass da eine Qualität drin steckt und genau diese Qualität kommt aus der Selbstentfaltung, die in freier Software drin ist. Ich rede jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit von freier Software, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele dieser Produktionsweise. Wikipedia ist mittlerweile, glaube ich, ein sehr bekanntes Beispiel, also sogar noch deutlich bekannter als freie Software. Wikipedia ist in vieler Hinsicht freier Software ähnlich. Da gibt es Freiwillige, die was tun, die das nicht für sich tun, weil sie wissen ja schon, was sie da hinschreiben, also sie brauchen es ja eigentlich nicht mehr. Aber sie tun etwas für andere, weil sie Spaß daran haben, irgendwie ihr Wissen auch in die Welt rauszugeben, auch ohne dafür irgendwie jetzt namentlich genannt zu werden. Auch das ist bei Wikipedia nicht der Fall. Es ist offen, vielleicht zu offen, ein interessantes Governance-Problem, aber es ist auf jeden Fall offen, es ist freiwillig und es ist natürlich auch super transnational. Also da kann, wo du auf dem Globus sitzt, ist da in der Hinsicht völlig egal.
Weiteres Beispiel, was weniger bekannt ist, was aber, glaube ich, auch sehr interessant ist, ist unter der Bezeichnung Open Access bekannt. Das heißt, es ist so eine Art, es ist freie Wissenschaft, das heißt richtig normale Wissenschaftler, die in einem normalen wissenschaftlichen Betrieb arbeiten, die sagen, wir wollen, dass unsere Papers, dass unsere Studienergebnisse, dass unsere Forschung, dass die frei zur Verfügung steht. Da gibt es verschiedene Ansätze, um das zu tun. Und das ist sehr interessant, insofern eine sehr interessante Bewegung, weil von staatlicher Seite halt jetzt da genau die andere Richtung kommt. Wir müssen alles patentieren, wir müssen irgendwie alles wegschließen, wir müssen alles verwerten. Und die Wissenschaftler selber sagen halt inzwischen nicht unerheblich viele, nein, wir wollen das freigeben. Das ist auch die grundsätzliche Idee von Wissenschaft, das Ideal von Wissenschaft eigentlich. Und das Ganze läuft mit dem Stichwort Open Access und ist auch ein Beispiel für diese Produktionsweise, die wir in freier Software sehen. Es gibt weitere Beispiele davon, die sind freie Autoprojekte vor 9 Jahren. Auf der ersten Öffnungskonferenz hatten wir schon eins da, das ist inzwischen tot. Es gibt aber, wir hatten jetzt auf der vierten, hatten wir gerade wieder eins. Also das ist einfach etwas, was in der Luft liegt offensichtlich. Wir haben zwar bisher noch kein Auto gebaut, aber die sind sehr, sehr intensiv dabei, Designs für solche Autos herzustellen und auch daran zu arbeiten, dass diese Autos tatsächlich auch gebaut werden können. Vielleicht ist da diese Faber-Geschichte beispielsweise, die mein Vorgänger hier gerade vorgestellt hat, ein Schritt in diese Richtung. Es gibt auch sowas wie freie Musik. Jamendo beispielsweise, Jamendo.com ist eine Site, wo es freie Musik gibt, die unter Creative Commons Lizenzen steht. Wenn man mal nach Südamerika geht, dann stellt man fest, dass das Thema freie Musik da ein relativ großes ist. Es gibt weitere Beispiele. Wir haben uns auch einen Begriff ausgedacht, mit dem wir diese ganzen Projekte bezeichnen. Wir nennen die mittlerweile Peer Production. Was man sieht an diesen Beispielen, die eben nicht nur freie Software sind, ist, dass dieses Prinzip von Peer Production offensichtlich verallgemeinerbar ist, dass es offensichtlich Ausstrahlungskraft hat und auch auf andere Gebiete sich ausdehnt. Und das innerhalb von freie Software gibt es seit 82 ungefähr als Begriff. Richtig Gas gegeben hat freie Software ja, so Anfang der 90er mit Linux, aber so richtig eigentlich erst 98. Das heißt, es ist 10 Jahre her und wir sehen mittlerweile ähnliche Projekte mit einer ähnlichen Basis an verschiedenen Stellen hochpoppen. Man sieht also, wie diese Idee sich ausdehnt. Okay, das war das zum Thema Produktionsweise. Freie Software, also die Message ist eigentlich freie Software oder das, was wir mit Peer Production bezeichnen, stellt eine neue Produktionsweise dar. Und eine Produktionsweise ist ein entscheidender Baustein für eine Gesellschaft. Und für eine neue Gesellschaft brauchen wir auch eine neue Produktionsweise. Jetzt kann man natürlich sagen, jo, das ist ja alles ganz hübsch, aber warum sollte sich das durchsetzen? Und dazu möchte ich ein zweites Kernelement von Ökonux vorstellen. Das nennt sich die Keimformtheorie. Muss ich zunächst mal sagen, was ist eine Keimform oder was ist die Keimformtheorie, wo kommt das her? Das kommt aus der kritischen Psychologie. Ein Mensch namens Holzkamp hat sich das mal ausgedacht und erklärt dort, wie die menschliche Psyche entstand. Geht also los bei einzelnen Zellen und sowas und erklärt, wie die menschliche Psyche sich entwickelt hat, so nach und nach im Laufe der Evolution. Aber, und das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Theorie, das ist nicht nur anwendbar auf die Evolution, sondern auch auf andere Felder. Was ist eine Keimform? Hat ein paar zentrale Eigenschaften. Erstens, sie ist strukturell neu. Freie Software oder Peer Production, was ist daran strukturell neu? Die Leute werden nicht gezwungen, irgendwas zu tun, sondern sie arbeiten freiwillig daran. Das ist strukturell neu gegenüber dem, was wir im Kapitalismus sehen. Vor allen Dingen zusammen mit der Eigenschaft, dass es gesamtgesellschaftlich interessant ist, dass es gesamtgesellschaftlich global wirksam ist, was diese Leute tun. Das ist strukturell neu. Das hat es historisch noch nie gegeben, etwas in der Form. Die Keimform entsteht aus und existiert im Alten. Klar, freie Software existiert natürlich, ist natürlich entstanden aus proprietärer Software, beziehungsweise ja, die Vorgeschichte ist da ein bisschen interessanter, aber sie existiert auch im Alten. Freie Software existiert im Kapitalismus, ist mittlerweile eine wichtige Grundlage. Das Internet ohne freie Software wäre undenkbar.
Ja, und das Internet, der Kapitalismus heute ohne Internet wäre genauso undenkbar. Das heißt, es existiert im Alten und stellt auch für das Alte interessante Perspektiven dar. Und es hat ein Potenzial zur Übernahme. Und das ist eigentlich natürlich der spannende Punkt. Was diese Keimformtheorie leistet, ist, dass sie erklärt, wie sich fundamentale Änderungen vollziehen. Und wenn wir über eine Änderung nachdenken, in der die Produktionsweise von Peer Production die Gesamtgesellschaft übernimmt, dann ist es eine fundamentale Änderung, das ist eine neue Ära. Und Keimformtheorie erklärt, wie sowas grundsätzlich passiert. Ein wichtiges Element in dieser Keimformtheorie ist das sogenannte Fünf-Schritt-Modell. Es beschreibt, wie sich eine Keimform von den frühen Anfängen bis dahin entwickelt, dass es die allgemeine Form ist, die Normalform quasi. Es fängt damit an, dass es entsteht. Freie Software ist entstanden, 82, 83, GNU-Projekt und so, Roger Stallman. Ist also noch nicht so alt, aber also wenn man es mal historisch betrachtet, aber das war so der Entstehungszeitpunkt ungefähr. Zweites wichtiges Element in diesem Fünf-Schritt-Modell ist, dass das Alte in eine Krise gerät. Da bin ich heute ganz froh, weil vor 2, 3 Jahren, als ich so einen ähnlichen Vortrag gehalten habe, da hat es immer ein bisschen schwer zu sagen, Krise des Alten, Kapitalismus in der Krise, ja, ist er ja gar nicht. Und also ich glaube, heute ist es offensichtlich, dass er das ist. Finanzkrise, Stichwort und alles, was da dranhängt. Also ist er auf jeden Fall in der Krise. Und diese Krise ist notwendig, um dem Neuen, das schon da ist, eine Möglichkeit zu geben, weiter zu wachsen. Und das ist das, was wir im dritten Schritt dann auch sehen. Da verbreitet sich diese Keimform und weitet sich aus. Und zwar im alten Prozess. Also heute freie Software, Internet als Basis von Internet, aber auch immer stärker als Basis auf den Servern in der Industrie, wird wichtig in diesem alten Prozess. Die Schlüsselfrage an der Stelle ist, schafft es die Keimform, ihre Eigenschaften zu behalten? Also das strukturell Neue, kann das irgendwie absorbiert werden von dem Alten oder bleibt das bestehen? Das ist die Schlüsselfrage und ich glaube, Peer Production hat da eine sehr gute Chance, dass es nicht absorbiert wird, weil genau dieses Ding mit der Selbstentfaltung, das ist das, was im Kapitalismus nicht möglich ist. Ja, ich muss eben Profit machen und dadurch wird meine Selbstentfaltung automatisch eingeschränkt. Und das habe ich eben daher kommt die Qualität. Und deswegen, also es kann vielleicht zerstört werden, aber es kann nicht absorbiert werden. Im vierten Schritt findet der Dominanzwechsel statt. Da ist das, was früher das alte System verliert, seine Dominanz und das neue gewinnt sie. Und im fünften Schritt wird das Gesamtsystem auf dieses neue System hin, auf diese neue oder die dann nicht mehr Keimform hin halt umstrukturiert. Wenn man sich dieses Modell mal anschaut und wenn man sich mal anschaut, wo freie Software beispielsweise, wie freie Software sich da einsortiert, dann stellt man fest, also zumindest da funktioniert es. Genau. Man kann dann natürlich fragen, okay, wenn man diese 5 Schritte hat, wo stehen wir denn heute? Also bei freier Software ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass wir in dieser Phase Verbreitung und Ausweitung stehen. Man muss aber auch beachten, dass so die Anfangsphasen, 82, Stallman fängt an mit Emacs und GCC irgendwie freie Software zu erfinden, dass diese Phasen nur ganz schwer wahrnehmbar waren. Also ich selbst bin beispielsweise, ich bin selber Informatiker, ich bin zu freier Software gekommen, war doch, ich glaube, die ersten Anfänge, das war Mitte der 80er oder so, aber da habe ich das noch gar nicht so wahrgenommen. Ja, also, da sind die Sourcen, okay, ich muss da ein bisschen was dran rumschrauben, aber diese Phasen, die später was ganz Wichtiges werden können, die sind im Anfang unter Umständen schwer wahrnehmbar. Wenn wir fragen, okay, wo stehen wir denn, wenn ich sage gesellschaftliche Veränderung, wo stehen wir denn für die Gesellschaft? Na, da würde ich sagen, wir sind so in Phase 1 oder Phase 2, also Entstehung des Neuen oder mittlerweile ist die Krise manifest. Da stehen wir unter Umständen schon in Phase 2. Und genauso wie es schwierig gewesen ist, 85 an den Erfolg von freier Software zu glauben, ist es heute wahrscheinlich schwierig, an den Erfolg von sowas wie Peer Production als gesamtgesellschaftliche Alternative zu glauben. Aber wir sehen auch, dranbleiben lohnt sich. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja gut, kann ja alles sein.
Aber gibt es dafür historische Beispiele? Ja, gibt es natürlich. Man kann auch die Entwicklung des Kapitalismus als Keimformphänomen betrachten. Die Entstehung des Neuen geschah vor ziemlich langer Zeit. Also man kann sogar sagen, ja, sogar schon im römischen Imperium gab es so erste Formen von industrieller Produktion und sowas. Hat sich damals nicht entwickelt, dann oberitalienische Städte und sowas. Da gab es durchaus schon Ansätze dafür, aber richtig in Fahrt gekommen ist das eigentlich erst so 18. bis 19. Jahrhundert. Die Krise fand dort statt, wo die feudalen Prinzipien nicht mehr weitergetragen haben, wo Religion immer mehr in Frage gestellt wurde, wo es plötzlich Naturwissenschaften gab, die nicht mehr mit der Kirchenmeinung konform waren, solche Dinge. Und dann gab es so eine Phase, da gab es Verbreitung und Ausweitung, da würde ich sagen, Stichwort Textilindustrie, eine der ersten Industrien, da begann das Raum zu greifen. Und auch hier wichtig zu sehen, Kapitalismus hat in einer kleinen Ecke der Gesellschaft angefangen, da wo es gut funktioniert hat, hat trotzdem die gesamte Gesellschaft übernommen, nach und nach. Dominanzwechsel zum Kapitalismus, naja, spätes 19. Jahrhundert kann man, glaube ich, ungefähr datieren. Und die Umstrukturierung der Gesellschaft ist, glaube ich, nicht mal ganz erreicht. Also es gibt immer noch Gegenden auf der Welt, wo Kapitalismus noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat. Was wichtig hier ist, festzustellen, obwohl es ganz frühe Formen gab, die Gesellschaft hat sich erst geändert, nachdem das produktive Fundament es erlaubt hat, nachdem es bestimmte technische Entwicklungen gegeben hat, nachdem es die Möglichkeit gegeben hat, Industrie in großem Maßstab aufzubauen. Die technische Revolution, die industrielle Revolution war eine Vorbedingung für diese Änderung der Produktionsweise. Und genauso gut kann man argumentieren, dass die digitale Kopie, auf der freie Software, auf diese ganze digitale Produktion beruht, dass das eine Vorbedingung ist, dass diese Produktionsweise sich durchsetzen kann. Was wir hier sehen ist, Kapitalismus ist ja eine sehr erfolgreiche Keimform gewesen, was man sehen kann, das kann sich tatsächlich so durchsetzen, auch wenn man es am Anfang noch nicht so deutlich sieht. Okay, kurzer Ausblick in die Zukunft, the future of everything, da muss ich glaube ich auch dazu ein paar Worte sagen. Ja, zunächst mal die Utopie, mal so ganz groß, den ganz großen Aufriss. Das, was ich vorhin als Selbstentfaltung bezeichnet habe, was man vielleicht auch ganz gut als Freiheit bezeichnen könnte, diese Selbstentfaltung ist nicht länger ein Widerspruch zur Gesellschaft, sondern es geht Hand in Hand. Heutzutage ist es ja, wird einem ja in der Schule gerne beigebracht, naja, wenn du deine Freiheit immer weiter ausbreitest, dann stößt du irgendwann auf die anderen und deren Ausbreitung von Freiheit begrenzt dann deine. Nein, das ist bei freier Software genau andersrum. Dadurch, dass andere sich selbst entfalten können, dass sie die Möglichkeit haben, da produktiv tätig zu werden, werden meine Potenziale gesteigert. Dadurch kriege ich freie Software. Das ist hier kein Widerspruch mehr, sondern es läuft zusammen. Es ist geradezu das Fundament von der ganzen Gesellschaft. Natürlich stärkere Automatisierung. Es gibt immer Sachen, die keiner gerne macht. Standardbeispiel ist irgendwie Kloputzen. Das machen nicht so viele Leute gerne, aber das kann man natürlich auch versuchen zu automatisieren. Man kann versuchen, Technologie zu entwickeln, die bestimmte Tätigkeiten, die einfach lästig sind, überflüssig macht. Ein weiterer Aspekt von so einer Gesellschaft ist, dass die Güter frei erhältlich sind. Also so wie ich Software, wie ich digitale Produkte heute aus dem Internet runterziehen kann, wäre sowas eben frei erhältlich. Also das, was mein Vorgänger erzählt hat, Richtung Fabber und sowas, das noch weitergedacht. Ja, also vielleicht der Replikator ist natürlich immer das Beispiel an der Stelle. Da sind wir technologisch nicht, klar. Aber das wäre in so einer Utopie, wäre das dann für alle Güter so. In so einer Gesellschaft bräuchte man auch keine Arbeit mehr, so wie wir sie heute kennen. Also wir haben keine Waren mehr, wir haben keine abstrakte Arbeit mehr. Also Arbeit, die ich nur tue, weil ich Geld dafür verdienen muss. Damit entfällt auch die Notwendigkeit für Tausch und für Geld schlechthin. Und auch das Maß an Entfremdung würde deutlich zurückgehen in so einer Gesellschaft. Ich glaube, wenn man sich das mal ein bisschen vor Augen führt, dann kann man sehr wohl sagen, dass hier eine freie Gesellschaft heraufzieht. Okay, das war mal so der ganz große Umriss, sage ich mal. Was sehen wir davon schon? Naja, freie Informationsgüter. Da brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Freie Software und andere Modelle verbreiten sich da relativ schnell. Creative Commons Lizenzen sind an der Stelle, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt gewesen, um das weiter zu befördern. Was ich eben schon sagte, digitale Technologie ist die Grundlage, dass das so funktioniert.
Es könnte also durchaus sein, dass wir mehr Technologie brauchen, und da finde ich, dass wir auch ganz anschlussfähig sind an CCC, dass wir mehr Technologie brauchen, um an der Stelle auch weiterzukommen. Ja, um an der Stelle einfach zum Beispiel weiter automatisieren zu können. Aber die Basis für so eine Gesellschaft, wie wir heute sehen, in der Informationsmitteln, die existiert bereits. Die Standardfrage an der Stelle ist natürlich immer, ja, aber wie ist es denn mit den freien materiellen Gütern? Wer vorhin bei dem Vortrag hier war, der hat dazu schon einiges gehört, taucht bei mir wieder auf, fand ich auch sehr interessant, dass die Ideen sehr, sehr gleich sind. Freie Design-Communities. Also ich habe schon erzählt, es gibt freie Autoprojekte, es gibt sowas wie Apropedia, das bezieht sich mehr auf die dritte Welt, wo eben freie Bauanleitungen, wo es freie Bauanleitungen gibt für typische Probleme, die man in der dritten Welt so hat. Diese freien Design-Communities haben aus meiner Sicht vor allen Dingen einen Effekt, die machen nämlich die Produktion billiger, weil dieser ganze Aufwand für das Design wegfällt und der ist durchaus erheblich. Also gerade wenn man sich beispielsweise mal die Autoindustrie anschaut, da ist inzwischen der Anteil der Kosten vom Design von einem neuen Auto, also von dem Entwurf, von der Konstruktion, ist inzwischen ein ganz erheblicher Faktor. Dass die Autos tatsächlich zu produzieren, ist nicht mehr so doll. Also deswegen haben die auch ein Problem, wenn sie die Autos zwar konstruiert haben, aber nicht genug davon absetzen können, weil die Kosten hatten sie schon, aber sie können sie über den Verkauf nicht wieder reinspielen. Weiterer praktischer Ansatz ist, dass Nutzerbeiträge wichtiger werden. Es gibt Firmen, die anfangen, Nutzerbeiträge zu verwenden. Also die sagen, wir haben hier bestimmte Nutzer, die nutzen unser Produkt auf bestimmte Art und Weise und wir würden gerne wissen, wie die es weiterentwickeln wollen. Das gibt diesen Firmen, die das tun, einfach mal einen Vorteil in der Konkurrenz, in der ganz normalen. Und wer sich für dieses Thema interessiert, der sollte mal nach Eric von Hippel googeln. Das ist ein US-amerikanischer Professor, der sich sehr, sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzt. Das ist sehr interessant. Und auch da habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil das kam bei meinem Vorredner genau auch. Eine der zentralen Fragen ist natürlich Zugang zu teuren Produktionsmitteln. Genau das, was wir heute in der Industrie stehen haben, da steht schon eine Menge von dem Zeug rum, womit wir automatisieren könnten, oder womit die es natürlich auch schon tun. Aber wir haben dazu keinen Zugang, wir, sage ich mal, als normale Menschen. Und deswegen glaube ich, dass das tatsächlich eine der zentralen Fragen ist. Fabber können da ein Ausweg sein, aber ich glaube, der funktioniert nur begrenzt. Insbesondere gibt es natürlich auch innerhalb von materieller Produktion einfach, wie soll ich sagen, Sachzwänge, wo man eine Produktion nicht einfach beliebig verteilen kann. Also zum Beispiel Stahl kochen oder sowas, das tut man eben nicht. Also die Chinesen haben das mal probiert. Das tut man eben nicht auf dem Land in jedem Bauernhof, sondern dafür braucht man große Anlagen. Und da gibt es einfach eine Sachlogik, die verhindert, dass man sowas groß verteilt. Also da wird es sicher auch weiter zentrale Einheiten geben müssen, aber an die kommen wir momentan definitiv nicht dran. Eine der zentralen Fragen ist, wie schaffen wir das? Aber was man sehen kann, es gibt auch gerade bei freien materiellen Gütern Schritte, die auf so einer, ja, lass uns mal probieren, Grundlage anfangen und die auch vergleichsweise solide sind. Das ist also nicht nur Spinnerei. Es gibt auch einen theoretischen Ansatz dazu und da möchte ich auch wieder ein historisches Beispiel bringen. Und zwar möchte ich zurückgreifen auf das Verhältnis von Kapitalismus und landwirtschaftlicher Produktion. Die landwirtschaftliche Produktion war im Feudalismus eines der zentralen Elemente. Das war ein zentrales Element der gesamten Ökonomie. Die gibt es natürlich heute immer noch. Klar, um Landwirtschaft geht es irgendwie nicht. Aber Kapitalismus hat das überformt und heute ist Landwirtschaft ein Anhängsel der Industrieproduktion. Es gibt also ohne Traktoren, also zumindest in hochindustrialisierten Staaten, ohne Traktoren oder sowas, ohne Düngung, ohne all diese Dinge, geht nicht viel. Was man daran sehen kann an diesem Beispiel ist, diese Landwirtschaft, die früher, die im Feudalismus der Kern der gesamten Gesellschaft war, die existiert zwar noch, aber das Zentrum der Gesellschaft hat sich heute woanders hin verschoben. Industrieproduktion, sage ich mal. Das ist heute das ist immer noch das Zentrum eigentlich der Gesellschaft. Und naja, der Schritt ist dann eigentlich klar.
Die materielle Produktion, so wie wir sie heute kennen, wird ein Anhängsel der Informationsproduktion. Information ist bereits eine wichtige Voraussetzung für materielle Produktion. Man stelle sich einfach nur mal vor, man trage aus so einem Betrieb, aus so einem Produktionsbetrieb einfach mal alle Computer raus, da würde nichts mehr gehen. Ja? Das heißt, die Verarbeitung von Informationen ist schon ein ganz zentrales Element. Und wenn man sich das mal auf einer historischen Folie vorstellt, dann würde man eben sagen können, okay, das, was heute im Zentrum steht, wird dann in jedem Bereich sein, der zwar weiterhin wichtig ist, der weiterhin da ist, genauso wie Landwirtschaft heute weiter da ist und weiter wichtig ist, aber er wird nicht mehr im Zentrum stehen. Da wird also die materielle Produktion in diesem Umstrukturierungsprozess würde aus dem Zentrum rausgenommen werden. Wie die Zeit bis dahin aussieht, ist natürlich eine hochspannende Frage und sicher auch nicht seriös zu beantworten. Aber theoretisch kann man das, glaube ich, ganz gut schlussfolgern. Okay, das war es mal so im Grunde genommen. Noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Peer Production begründet eine neue Produktionsweise. Und eine neue Produktionsweise ist ein entscheidendes Element für eine neue Gesellschaft. Die Keimformtheorie zeigt, wie sich sowas weiterentwickeln kann. An dem Beispiel Kapitalismus habe ich gezeigt, wie es das schon getan hat. Und ich glaube wirklich, wir werden Zeuge des Beginns einer neuen Ära. Dankeschön. Du hast als Hauptmotivationsgrund angegeben, dass die Selbstverwirklichung ganz zentral ist. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch da, weil es involviert nämlich die, dass man erkennt, dass man alleine so ein Projekt nicht stemmen kann. Ja. Also ich soll die Fragen wiederholen oder die Aussagen, damit es aufgenommen wird wahrscheinlich. Du sagtest, dass auf der einen Seite die Selbstentfaltung das Wichtige ist, aber andererseits auch die Kooperation und auch das, sage ich mal, um es mit meinen Worten zu sagen, das Wissen darum, dass du große Projekte eben nicht alleine stemmen kannst. Ja, kann ich mir zustimmen. Also deine Frage ist im Prinzip gewesen, wie gesagt, ich soll es nochmal wiederholen, wie kann man sich das vorstellen, dass mit knappen Gütern umgegangen wird in so einer Gesellschaft, richtig? Also Beispiel Ölverbrauch. Klar. Genau. Da sagst du eigentlich schon das richtige Stichwort. Also zunächst mal muss man ja mal festhalten, dass auf Tauschbasis so etwas wie die Natur eben keinen Preis hat. Also wenn überhaupt, dann legt den der Staat fest. Und das führt eben dazu, dass wir ökologische Katastrophen kriegen. Also ich sage mal, da funktioniert es schon mal nicht. Ich glaube, das kann man ja eindeutig festhalten. In der Tat würde ich dir zustimmen, dass es vor allen Dingen bei Rohstoffen Dinge gibt, die nicht unbegrenzt vermehrbar sind, ganz ohne Zweifel. Aber ich glaube, du hast auch schon das richtige Stichwort gesagt, nämlich Governance. Ich glaube, dass natürlich auch in einer solchen Gesellschaft nicht anything goes gilt, sondern dass es Regeln geben wird, über die man sich aber jetzt verständigen kann, jenseits des Tauschprinzips. Genau das ist ja das, was wir heute nicht können. Ja, wir wissen alle, dass diese Umweltkatastrophe kommt. Das wissen wir seit 30 Jahren oder länger. Wir sind nicht dazu in der Lage, das aufzuhalten, ja, weil dieses kapitalistische System ist verhindert. Und in einer solchen Gesellschaft, wo dieses Problem weg ist, dass man sich ständig nach dem Tauschprinzip orientieren muss, könntest du mal anfangen, über solche Dinge politisch nachzudenken. Da kann man sagen, okay, was wollen wir denn? Und dann muss man natürlich dazu kommen, dass man ein Governance-System hat, was das entsprechend auch durchsetzt, ganz ohne Zweifel. Ja. Das Problem sehe ich halt darin, dass es gerade
sagt, man bleibt auf einer Demokratie, ja, da sind Repräsentanten, die sich wählen lassen, obwohl die auch einen gewissen Sinn und Wählerbund sehen. Dementsprechend ist es vielleicht für einen Politiker ganz gut zu sagen, so, ja, ich erhöhe die ethnische Ration an XY für jeden von euch, was ja frei zugänglich ist, aber irgendwo reguliert wird. Und dementsprechend ist dann irgendwie schon wieder kein, meiner Meinung nach kein ausreichender Kontrollmechanismus zu geben, dass der Missbrauch nicht halt auf einer anderen Ebene weitergeführt wird. Also ich glaube, das ist eine wirklich sehr spannende Frage und ich glaube auch, dass wir da heute keine vernünftige Antwort darauf geben können, einfach deswegen, weil wir uns eine Gesellschaft in so einem Vollausbau schlicht nicht vorstellen können. Also wir können uns ja einfach mal spaßeshalber in Menschen versetzen, der den Frühkapitalismus erlebt hat oder der noch ein bisschen davor, so 200, 300 Jahre zurück, der hätte sich die Welt, in der wir heute ganz selbstverständlich leben, nicht vorstellen können. Ja, für den gab es sowas wie Könige. Die gibt es heute nicht mehr. Wir haben heute ganz andere politische Systeme. Ich kann mir vorstellen, dass da noch sehr viel möglich ist. Vieles, was ich mir selbst nicht vorstellen kann momentan. Wichtig ist für mich, dass wir in so einer Gesellschaft die Möglichkeit haben, solche Dinge zu adressieren überhaupt. Dass wir solche Grenzen beispielsweise adressieren können, was wir heute nicht können. Ich glaube, auch von daher besteht da ein ziemliches Potenzial. Also ich kann ja leider keine endgültige Auskunft geben, aber ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Da, hier war, glaube ich, noch eine Frage. Ich hatte das so verstanden mit dem Neuen und dem Alten. Und dann kam irgendwo der Punkt, wo du gesagt hast, der Zugriff oder die Verwendung von Produktionsmitteln, vor allen Dingen an so großen Produktionen, ja, natürlich Monopol oder wie auch immer. Da kam das mir so ein bisschen vor, wie es gibt die alte kapitalistische Produktion und für uns neue, für uns, die wir einer neuen Produktionsform uns bewegen, da gab es so wir und die. Ja? Ich hatte es vorher nämlich so verstanden, dass auch es gar nicht ein Widerspruch konstruiert werden muss zwischen alten und neuen, sondern dass auch die Idee oder die freie Software, die Peer Production, auch in dem alten weiterentwickelt wird. Also, ich hätte mir so vorgestellt, dass natürlich dann auch ein Industrieunternehmen, welches dann über Stahlkoch, hattest du genannt, ja, also dann, weiß ich nicht, Ruhrkohle oder RAG, ja, oder wie auch immer, ThyssenKrupp, auch, sage ich mal, aus Effizienzgründen Technologien verwendet, die durch, sage ich mal, im Wissenschaftsbetrieb einer Uni durch Open Access veröffentlicht worden ist, ja. Und das ist gar nicht ein... die Alten verwenden auch wirklich nur alte Produktionen, alte Eigentumsbegriffe. Kannst du dazu mehr sagen, wie man sich das vorstellen kann? Ist das dann schon Absorption? Hast du da Angst vor? Oder ist das wirklich so ein Gegensatz, alt-neu? Also erstmal gut beobachtet, weil an der Stelle, das stimmt, da bin ich wir die, das war an anderen Stellen nicht so, ja. Es ist auch noch ein Thema, was wir bei Ökonox noch nicht so schrecklich lange bearbeiten. Also von daher, vieles andere ist schon deutlich älter. Ja, also da gibt es ja noch Diskussionsbedarf, ganz ohne Zweifel. Aber du hast natürlich völlig recht. Es gibt natürlich auch in der freien Software beispielsweise, die nehme ich immer gern, weil ich sie A, gut kenne und B, weil es halt auch ganz viele Phänomene da schon gibt, die man gut beobachten kann. Auch da gibt es natürlich zum Beispiel Firmen wie IBM, ja, die massiv in freie Software eingestiegen sind, die das irgendwann mal per Vorstandsbeschluss getan haben und die auch massiv Geld da investiert haben und die heute einen Benefit davon haben. Ja, denen bringt es was, dass freie Software irgendwie, dass sie auf freie Software gesetzt haben. Andere Firmen wie Red Hat oder früher mal SUSE, inzwischen ja Novell, haben das auf eine andere Weise auch getan. Ja, die verdienen auch damit Geld. Ja. Also die sind auch im alten System, nutzen aber das Neue. In der Tat würde ich sagen, ja, also da gibt es sicher Möglichkeiten, die, wie gesagt, in der freien Software auch schon existieren und genutzt werden. Wie das genau aussieht, ist, glaube ich, eine der wirklich der Preisfragen. Ich sag mal, weil wenn wir so einen Umbruchprozess haben, da verlaufen die Dinge chaotisch. Ja, also da sind wir an den seltsamen Attraktoren. Also da passieren seltsame Dinge, mit denen man nicht so ohne weiteres rechnen kann. Das ist sehr schwer vorherzusagen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit Vorhersagen, weil das kann man nicht wirklich seriös machen.
wie das genau. Das Ende kann man wieder einigermaßen gut beschreiben und den heutigen Zustand natürlich auch, aber das Dazwischen ist schwierig. Aber du hast recht, es ist durchaus denkbar, und das hatte ich ja auch an ein paar Beispielen beschrieben, dass diese Modelle nach und nach eben auch in klassische Firmen einfließen. Ich glaube, die Grenzfrage ist da, wo es nicht mehr möglich ist, Profit damit zu machen. Und bei freier Software ist es eben so, dass du mit der Software selbst, zumindest mit solcher, die schon existiert, keinen Profit mehr machen kannst, weil im Zweifelsfall hat es irgendjemand ins Internet gepackt und du kannst sie da herunterladen. Das kannst du das Produkt nicht mehr verkaufen. Du kannst Serviceleistungen verkaufen, sowas geht. Ja? Oder irgendwie irgendwas drumherum. Sowas kann man machen. Aber das Produkt selber kann man eigentlich nicht mehr verkaufen, weil es ist nicht knapp. Ja? Sondern es steht einfach so zur Verfügung. Da ist, glaube ich, die harte Grenze. Aber da gibt es sicher ganz viele Möglichkeiten, wie sich das arrangiert, denke ich in der Tat von mir. Um was zusammenzuschweifen? Ich würde lieber eine schöne Jagd zusammen. Ein Frachtschiff. Aber wir brauchen Frachtschiffe. Was für ein Anreiz haben jetzt die Schweizer, an einem hässlichen Frachtschiff zu schweißen, anstatt an einem schönen Boot? Also, ich glaube, den Schweißer, der heute Frachtschiffe zusammenschweißt, den gibt es auch schon lange nicht mehr, jedenfalls nicht mehr in Deutschland beispielsweise. Sondern das wird ja heute, ist ja auch weitgehend automatisiert. Also, gerade Schweißen und sowas, da gibt es entsprechende Roboter und gerade auch mit den großen Teilen. Ich glaube aber, da unterschätzt du die Ingenieure. Also Ingenieure haben mir gesagt, so wie ihr Spaß an eurer freien Software habt, so haben wir Spaß in unserer Garage was zu basteln. Ja, das ist einfach, das machst du gerne als Ingenieur. Ja, und von daher denke ich, dass gerade bei so Dingen wie Frachtschiffen oder sowas, da sehe ich eher kein Problem. Da wird es sicher Leute geben, die sich für sowas interessieren und die sowas auch machen. Ganz bestimmt. Es gibt eher bei diesen Sachen, naja, wie halt zum Beispiel Kloputzen oder sowas, da sehe ich eher Probleme. In der Tat. Ich glaube, du warst jetzt nächstes. Ich meine, im Bereich Öffnung der Produktionsmittel bereits keinesfalls zu sehen in der Hackerspace-Bewegung, wo sich Leute eben zusammen zu einem Verein schließen und dann gemeinsam beispielsweise sich einen Lasercutter zu besorgen und diesen dann eben für. Ja. Ist ja im vorherigen Vortrag vorgestellt worden und auch mit dem Wunsch, sage ich mal, das weiter zu öffnen. Klar, sehe ich, also da sind sicher solche Ansätze, sicher gibt es solche Ansätze schon inzwischen an vielen Stellen. Also ein paar davon kenne ich, ein paar andere kenne ich nicht. Also, ja. Also es gibt es beispielsweise, ich muss überlegen. Beispiel gibt es auch Projekte, die, ja, es wird sehr technisch, aber die Open Course machen, also die mikroelektronische Bauelemente quasi designen, die dann von Firmen gebaut werden. Da gibt es zum Beispiel auch Ansätze, also das gibt es durchaus. Was du nochmal? Gute Frage. Also ich sag mal, Platz hätten die natürlich. Ich sag mal, wenn die Güter frei sind, dann könnten die auf jeden Fall überleben, sage ich mal. Aber das kann natürlich nicht das Ziel sein. Auch klar. Habe ich mir in der Tat noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich meine, die einfache Antwort ist natürlich, man sollte diese Menschen befähigen, eben auch ihrer Selbstentfaltung nachgehen zu können in irgendeiner Weise. Was das ist, ist individuell ja auch sehr unterschiedlich. Das ist ja einer der großen Vorteile im Übrigen auch. Wir wollen ja nicht alle das Gleiche, sondern wir wollen ja ganz unterschiedliche Dinge. Aber da wäre in der Tat sicher eine Aufgabe, da was zu entwickeln. Ja, auf einer historischen Skala, denke ich, ist das auch möglich.
Ja. Also ich denke, die soziale Anerkennung wird, das ist ja gerne auch, ist ja auch so eine These, dass das bei der freien Software und bei den Leuten, die das machen, eine große Rolle spielt. Es spielt wahrscheinlich eine gewisse Rolle, aber also ich meine, ich schreibe selber freie Software, für mich spielt das zum Beispiel keine Rolle, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Und auch wenn ich angucke, ich meine, du kannst in der freien Software, du kannst in der, zumindest in der Gesamtgesellschaft, kannst du, wenn du in der freien Software was machst, irgendwie kein Star werden. Das schaffen vielleicht, das haben vielleicht 10 Leute geschafft, wenn es hochkommt. Ja. Und also von daher denke ich, ist das mit der sozialen Anerkennung in der freien Software zumindest so eine Sache. Oder die Tausende von Wikipedia-Autoren. Ja. Die wissen das für sich, dass sie das gemacht haben, aber sonst weiß das niemand. Also das ist von daher. Aber soziale Anerkennung kann ein Motiv sein, auf jeden Fall. Es waren hier mehrere Wortmeldungen. Ja. Also ganz generell kann man natürlich sagen, dass man viele Dinge neu überdenken wird müssen, klar. Aber auf der anderen Seite traue ich der Menschheit auch zu, wenn sie ein Problem hat, wie zum Beispiel das Kellnern, dass sie dazu in der Lage ist, das Problem zu lösen. Ja, möglicherweise das, ja. Also, aber ich sag mal, der Kreativität, da sind da natürlich keine Grenzen gesetzt, erstmal grundsätzlich. Ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass ich sage, das ist jetzt alles ganz einfach und morgen haben wir es. Das ist ganz sicher nicht so. Sondern das ist ein Prozess. Was ich dargestellt habe, ist, dass es deutliche Anzeichen dafür gibt, dass da ein wichtiger Prozess ins Rollen gekommen ist. Dass ein wichtiger Prozess ins Rollen gekommen ist, der in der Tat in eine neue Ära zielt. Das ist eigentlich mein Anliegen. Ich sage nicht, dass alles super einfach ist und dass wir das jetzt alles mit den Fingerstippen hinkriegen. Ganz bestimmt nicht. Aber es sind wichtige Vorbedingungen dafür, dass da was geht, existieren heute. Ja. Ich komme nicht umher, noch zu sagen, wenn das interessiert, da gibt es das Zeitgeist-Movement. Das wurde maßgeblich gegründet von Chuck Fresco, so einem berühmten Ingenieur. Und einfach im Netz ein bisschen nach Zeitgeist suchen. Da gibt es einen großen Film auch drüber, mehrere Dokumentationen. Die beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Die kann man nicht selbst rausfinden. Gut. Wir haben zwar jetzt Pause, aber ich glaube, die eine oder andere Frage geht noch, wenn es mal eine gibt. Sieht nicht so aus. Da, ein. Danke für die Frage. Also die Frage war, ja, die freie Softwarebewegung ist ja vergleichsweise unpolitisch und es hat ja andere große politische Bewegungen, beispielsweise Arbeiterbewegungen, gegeben. Ich kann nur sagen, ich bin froh darum, dass das so ist.
Und zwar aus dem einfachen Grund, weil mein erster Punkt war ja, wir haben es hier mit einer neuen Produktionsweise zu tun. Und wenn wir uns angucken, wie der Kapitalismus sich durchgesetzt hat, dann hat er sich ganz wesentlich auf der Ebene von Produktionsweise durchgesetzt. Das Politische kam dann auch, also Nationalbewegungen und solche Sachen, das kam dann alles auch. Aber und da kann man sehr schön nachweisen, warum das ein Anhängsel auch von kapitalistischer Produktionsweise ist, zum Beispiel gerade Nationalstaaten. Also Märkte und solche Dinge. Und ich finde es super klasse und das gibt mir ehrlich gesagt auch viel mehr Hoffnung als diese ganzen politischen Bewegungen, die eigentlich vor allen Dingen so eine ideologische Bewegung waren, wo man irgendwie im Kopf was verändern musste, damit sich in der Welt was verändert. Hier verändert sich in der Welt was. Ja? Und das setzt sich durch, ohne dass irgendjemand hingehen muss und predigen muss. Ja, was ich hier mache, ist ja nur, ich analysiere das ja nur, ich schaue mir das ja nur an und stelle fest, hey, da gibt es ein Riesenpotenzial. Ja, aber ich stelle mich nicht hin und sage, hey, ihr müsst jetzt da so und so denken. Nein, das findet auf einer ganz anderen Basis statt. Diese Durchsetzung findet auf einer ganz anderen Basis statt. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich eigentlich gerade einen Hoffnungsschimmer an dieser Sache. Es wird natürlich so sein, dass diese beiden Welten aufeinanderprallen werden. Stichwort ist Softwarepatente. Ja, da passiert das schon. Und da sieht man auch, wie die freie Softwarebewegung sich auch bewegt. Ja, also da gibt es plötzlich politische Demonstrationen. Das war im Kapitalismus ähnlich. Da, wo das aneinander gestoßen ist, da gab es plötzlich politische Bewegungen. Und ich glaube, dass es hier genauso sein wird. Oder auch beispielsweise Open Access, sehr schönes Beispiel, weil da gibt es sehr zwei sehr widerstreitende Kräfte. Auf der einen Seite dieses schließt alles weg, schließt eure Forschungsergebnisse weg. Und auf der anderen Seite das, was die Wissenschaftler wollen, zu sagen, wir wollen das alles möglichst frei zugänglich machen. Da gibt es natürlich, und das kannst du, ich war beispielsweise mal auf einer Konferenz, wo es auf so einer Open Access Konferenz, wo dann eben in Deutschland sind dafür die Länder zuständig, wo dann eben auf die Länder zugegangen wird und gesagt, wir wollen Open Access haben. Und die Länder sagen, hat für uns den Riesenvorteil, dass es für uns weniger Kosten ist. Ja? Also da gibt es durchaus dann auch politische Bewegungen. Aber da, wo es notwendig ist. Und nicht als Programm, sage ich mal. Also ich hatte einfach ein großes Problem damit, diese wirklich wunderschöne Utopie, die du da gezeichnet hast, mit den zusammenzubringen mit der Tatsache, dass immer mehr Menschen immer mehr Energie verbrauchen für all diese schönen Dinge und diese Energie ist aber nicht mal da, geschweige denn frei im Sinne von wirtschaftlich, also in jedem Bereich. Viele Leute auf der Welt heutzutage nicht genug Energie, um diese Menschen mit frischem Wasser zu versorgen. Und das wird diese Sache immer stärker, das ist absehbar. Wie bringst du denn dieses schöne Bild mit dieser Tatsache zusammen? Du hast sicher recht, was heute betrifft. Also heute gibt es sicher beim Thema Energie beispielsweise, Rohstoffe, du hattest es vorhin genannt, ist im Prinzip nur eine ähnliche Seite, wobei, ja, da gibt es natürlich Probleme, klar. Aber man muss auch mal festhalten, die Sonne schickt hier jeden Tag 40 Mal mehr Energie auf die Erde, als wir verbrauchen. Das heißt, ja, aber ich habe auch gesagt, möglicherweise brauchen wir neue Technologien. Gerade im Bereich Solarenergie gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge, möglicherweise muss da noch mehr weiterentwickelt werden. Also bei Energie sehe ich ganz ehrlich eigentlich weniger ein Problem, ja, weil da ist, die Sonne schickt uns genug und da gibt es auch noch grundsätzlich andere Möglichkeiten, sage ich mal. Aber Solarenergie alleine wäre schon mal ein Riesenschritt. Es muss halt gesellschaftlich gewollt sein und das ist momentan einfach das Problem. Ja, solange man den Finger in die Erde stecken muss und dann sprudelt da Erdöl raus, dass man dann verheizen kann. Ganz konkret, wie kriegt man es denn hin, dass die ganzen Selbstentfalter, ja, dass die das gesellschaftlich wollen? Ich glaube, die wollen das sowieso. Also ich meine, gerade wenn ich mich mal so ein bisschen in der Community rund um Ökonox umschaue, die sind sowieso normalerweise umweltmäßig ziemlich drauf. Also ich spreche jetzt
jetzt nicht von den Leuten, die es jetzt gibt, sondern du sprichst davon, also wie das Bilderzeichen setzt ja voraus, dass Selbstentfaltung zu einem Massenphänomen wird. Dass also Leute, die wir heute nicht auf dem Bildschirm haben, sich entfalten und Beiträge leisten, das muss ja. Braucht man eine Governance? Da sind wir letztlich bei dem Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wir brauchen da eine Governance, ganz bestimmt. Wie die aussieht, da kann ich momentan nicht nur begrenzt was dazu sagen. Okay, aber bevor es hier. Okay, eine Frage noch, aber dann. Das ist eigentlich keine Frage, oder ich muss nur das dagegen eingehen. Das heißt, mit Energie, Schönpunkt dafür, wie es funktionieren kann. Weil gerade Energie oder heutzutage ja durchaus viel größere Maße als hier Produkte denkbar wäre. Ja. Wie gerade gesagt, die vielen kleinen Modelle, die aufkommen, wo Leute irgendwie ihre eigene Windkraftanlage oder ihre Solarzellen auf das packen, wenn das wirklich alle geben, würde dann die Welt anders aussehen. Ja. Ja, ich möchte mich für die interessante Diskussion bedanken, auch für die interessanten Fragen. Wenn ihr Lust habt, euch da weiter dran zu beteiligen, Fragen zu stellen oder Beiträge zu leisten, das Projekt steht natürlich jedem offen, die Mailinglisten sind offen, muss sich nur anmelden und dann kann man da dran teilnehmen. Würde mich freuen, einen anderen demnächst auf der Liste begrüßen zu können. Dankeschön.